Ja, klick. Ja, habe ich schon getan. Hat schon Grund. Glock. Ja. Seite 2. Schild, das ist sehr gut. Waffen ist auch okay. 30, also der ist Schild schon auch super, ne? Der hat Schilde voll. Naja. Schilde, Hüllenschaden und. Okay, also kaufen alles Mögliche, kann ich verkaufen. Ne, erstmal verkaufen. Schilde. Ja. So, kann ich mir den auch kaufen? Oder schon 62, 82, 32 ist so ein blöder Wert. 100. 14. 14, danke. Reicht nicht für Cloaking. Ja, gut. Den Kram brauche ich jetzt alles nicht. Dunkler brauche ich auch nicht. Also. Felicity. So. Dann kommst du an die Schilde und Felicity an die Engine. Ja. Nee, an die Waffen. Obwohl. Ja, wie verstehe ich mit den Waffen? Oh ja, okay, dann gehe ich. So gut. Ich bin nicht glücklich, dass mir ein großer Stein den Job klaut, aber. Ich wäre auch glücklicher darüber, hier wegzukommen. Beziehungsweise, dass Markus hier wegkommt. Wen denn? Weiß ich nicht. Ach, dass er frei steht zum Reparieren notfalls. Dass ich seinen Power bekomme. Die wird hier gerade verschwendet. Ah, das ist natürlich auch klar. Oh, stimmt. Jetzt hast du keinen Power mehr, der an den Waffen steht. Fehlt dir ein Power? Ja. Merk ich halt eine Runde nicht. Ja, geht auch. So. Oben, unten, oben, unten, unten. Da unten, hier unten. Da unten. Entscheidungsfindung. Entscheidungsfehler. Hätten wir jetzt die Long-Range-Sensoren gehabt. Ich dachte, du wolltest Clocking haben und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass alles so wieder kaputt geht. Naja. Das wird böse. Ja, so eigentlich, ne? Mhm. David. Jetzt wäre ich wahrscheinlich eher auf die Schilde gegangen, aber. Nö, passt. Wenn die Schilde leer gewesen wäre, hätte ich mit dem Heavy Laser als erste Tat die Drohnen getroffen. Und dann, naja. Ja, toll. Feuer rein. Das haut zumindest allen Drohnen weg. So, warum ist der aus? Hab ich was verpasst? Wahrscheinlich hast du ihn ausgemacht. Glaube nicht. Zumindest kann ich jetzt nicht flüchten. Warum habe ich. Achso, der Türen habe ich auf Schuhe 2 natürlich. Das merke ich jetzt sehr früh. Sauerstoff. Ja, Moment. Erstmal Schaden anrichten. Krieg ich. Ja. Kriegst du. Alle 5 kriegst du nicht, nein. Schade. Aber. Waffen. Waffen. So, Sauerstoff. Da ist offen und so weiter. Es ist ach, die Drone Control ist hier aus. Das habe ich gerade komplett übersehen. Ich habe gedacht, dass man mit der Drone Control, dass man da ja eben. Ja, der Heavy Laser hätte jetzt auf die Drone Control gesollt. Jo. Ist ja gleich wieder geladen. Du bist hier überfordert. Nein. Doch. Gar nicht.
Tür zu. Na, erstmal weg, bevor noch was Schlimmeres passiert. Unten, unten, unten. Ja, oben gesagt. Entscheidungsfindung, ja. Wäre vielleicht besser gewesen, was soll's. Ihr toll. Nichts. Ich sehe nur einfach, ich schaue da unten hin. Rot, 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 gelb, alles kaputt. Ja. So, ich kontrolliere die Schilde, glaube ich. Was sind das alles? Laser, 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 Laser. Ne? Also wenn das sind unglaublich viele Laser. Das ist ein Heavy Laser, ein Laser und ein Dual Laser. Was du tun könntest, wäre den Steuermann zu teilen, weil dann hüpft er nicht weg. Stimmt. So, hacken kann ich gerade nicht, von daher ist das eh egal. Der Heavy Laser. Warte, bis der Chain einfällig ist. Aber nein, ist eh vollkommen irrelevant. Nebenbei würde ich jetzt sagen, du pausierst nochmal kurz. Ja. Yeah. Und schaust erstmal, wenn du zum Reparieren losschicken kannst, weil dein Sauerstoff langsam echt knapp wird. Ja, ist Hälfte. Passt. Aber er ist schwarz, also er ist A rot und B in einem leeren Gebiet. Vielleicht nicht mehr. Du tust dir keinen Gefallen. Das ist mir voll egal. Dann sterben wir eben alle. Ja, dann alter auch so. Gleich hier auch Sauerstoff. Ich habe gerade den Zeitpunkt verpasst. Toll. Jetzt bitte reparieren. Ja. Schon. Rock können langsam. Nee. Nein, das lass einfach Markus reparieren. Gut. Kein Stress. Das ist unser Ausweichen kurz aus, ja, aber er ist der beste Reparateur hier. So, Requiem. Sauerstoff mitnehmen. Jo. Ja. Da. Komm schon, Markus. You can do it. Bleib es auch da stehen, die Power brauche ich hier noch. So. 8, 15, 100. Hackbeam? Ja. Nur durch den einen Raum, das reicht eigentlich, oder? Weil da hinten brennt es schon, Sauerstoff fehlt. Stimmt. So. Ja, die Waffen sind gleich kaputt von dem. So. Ich würde vielleicht den Heavy Laser jetzt nicht mehr weiter darauf ballern, vor allem. Gute Idee. Wie viel Leben hat er da oben noch? Nicht viel. 18 und 8. Also den 8er kriegst du mit dem Parkbeam kaputt. Ja, Crew Damage, nee, nur im Erweiterten. Dann kannst du auch gleich hochziehen, vielleicht machst du den anderen auch Schaden. Also vielleicht kriegst du nur kaputt. Ja. Macht 15 Schaden. Okay, gut zu wissen. Eben. Und wenn er jetzt wieder noch einmal aufgeladen ist, wird vielleicht den Laser... Ja, der ist noch auf den Schilden, genau. Und wenn er einmal aufgeladen ist, kannst du nochmal auf den Kerl und dann war's das. Bing. Boah, war da wenig drin. So. Gehen zu und reparieren. Ich glaube, ich habe Markus gerade zwei geteilt mit der Tür. Na, das Übliche halt. Wenn er schon krank ist, braucht er auch keine Arme mehr.
erst Meisterreparatur. Schatz hat den Steuermann zerschnitten. Ja. Oder besser, Steuermann, ich hab deinen Schatz zerschnitten. Gut. Da ist der Steuermann bestimmt ein klein wenig sauer auf dich. Die Türen. Ach da, ja. Wollen wir nicht eine Pause einlegen, eventuell? In einem Sektor. Dein Sauerstoff ist gleich aus. Ja, ist der. Nein, ich bin nicht überfordert. Warum sollte ich? Wollen wir nicht eine Pause einlegen? Nein. Ist noch alles in bester Ordnung. Du machst so viele Milliarden Fehler. Ja, durch. Du hast gerade fast deine Crew umgebracht. Zum dritten Mal. Ja. Und? Weißt du, ich schweige jetzt einfach, wenn irgendwie das nächste Mal ein Problem da ist. Ich möchte sehen, wie du dich selber schlägst. In welcher Art und Weise? In jeglicher. Okay. Ich weiß nicht, was heute los ist. Schlafentzug. Und oder generelle Hirnüberlastung. Also aus diversen Gründen tatsächlich der Fall sein könnte. Ich mag Nebel. Jo. Hätte einfach Fragen brauchen. So, das bringt mir jetzt alles nichts. Also hacken. Sagen die Schilde, dann kannst du sofort reinballern, oder? Auch gut. Reicht eins für beide Schilde? Nö. Aber. Aber du siehst den Kerl jetzt genau. Ja. Die Schilde brauche ich ja nicht. So, ein Ment ist drin. Praktisch. Alles geplant. So, und was? Dann muss sofort pausieren. Heavy Laser reinhauen, genau, das reinhauen. Was? Ne, würde ich sagen, Heavy Laser zuerst, weil bis der andere ankommt, ist der Schild wieder voll. Stimmt. Ach, beide gleichzeitig. Genau. Na, ah, natürlich ging die daneben. So viel dazu. Achso, ich hab jetzt schon wieder was gesagt. Ich hab gesagt, ich will mir das jetzt angucken. So. Ich hab die Fresse jetzt bei sowas. Das ist nicht lame. Ich kann Smalltalk halten, aber ich werde dir jetzt nicht mehr helfen. Gut. Soll mir auch recht sein. Das war ein Breach. Ja. Stimmt. Und dann ist nochmal rückwärts. Mit vernünftigen Ansatzpunkt. Nein, da halt doch wieder so rum. Ist einfacher. Bei allem Höhlenleben war das scheißegal. Ja. Kleine Fehler und so weiter. Das kostet dich 150. Passt. Mit Schild-Upgrade-Kosten kenne ich mich relativ gut aus. Ja, ja, nichts Interessantes, wunderbar. Ja, ach Gott. Prepare to die. Das ist eine Feuer-Laser-Drohne, glaube ich. Ja, die wird unangenehm. Du hast drei Schilde. Ja, gut. Aber der hat Raketen.
Ja, wenn du die Raketen ausschaltest und die nicht gerade rein, zufällig deine Schilde treffen. Na, ich gerade bei. Des Weiteren. Hacke ich den Kerl oder hacke ich den Schildkerl? Ich denke, ich hacke den Schildkerl. Du könntest. Ja, ich hacke Mensch, ich bin ein NG. Achso, das ist eine Def 2 Drohne, oder ist das? Ah, ja. Def 1 können auch Drohnen abschießen, ja. Ja. Meine Gedankengang wäre es gewesen. Ja, okay, das ist mit der Drohne jetzt eh egal, weil die ist ja jetzt nicht möglich. Obwohl. Chainlink, Heavy Laser und dann mit dem Pike Beam über die Drohnen und dann, doch, könnte klappen. Jo. Oder auch nicht. Dann kann ich trotzdem noch feuern. Ja, ne? Ja. Der Vorbei ist auch daneben. Mhm. Tja, ich hab gedacht, er trifft vielleicht die Drohne. Ja, weiß ich, kann man die so timen oder ist das zufällig? Die Schüsse kommen aus einer zufälligen Richtung, soweit ich weiß. Achso, ich dachte, du meinst eine Feuerdrohne. Ach nee, die kannst du auch treffen damit, ja? Ja, die steht gerade so günstig. Ja, eben. Mach ich aber häufiger mal. Also, wenn die mich wirklich nerven, dass ich die einfach mal warte, bis die günstig stehen und einfach mal wirklich losballere. Schön. So. Dir schon wieder geholfen. Du bist einfach inkonsequent. So, das hat gerade gar nichts gebracht. Oder doch, die ist aus. Wunderbar. Waffen. Ich frage mich gerade, kann die auch die Drohnen abschießen, die schon gelandet sind? Nein. Das passt noch alles. Gut, Waffen ist komplett aus. Warum auch immer. Ja, da drin ist der, der. Weiß auch nicht. Ist praktische. Das ist wenig, denke ich. Ja. Eh tot. Ist egal, was du tust. Jo. Oh, doch, nicht so wenig. Ah. Nein. Schade. Konflikt. Man, es ist ein Flak und ein Laser, also. Ja, gut. So, Rock oder NG? NG. Weil wir einfach wirklich zu schlecht sind. Ich bezweifle sogar, dass wir überhaupt das Flaggschiff sehen werden dieses Mal. Oder? Sicher wäre ich mir nicht. Ich schaue nur gerade ein bisschen auf die Uhrzeit und bin wieder der nervige Hase. Der immer zu spät kommt. Ja, er ist im Wunderland und so. Ach ja. Keine Zeit. Ja, yeah, sind gleich fertig. Kein Stress. Der gleich fertig. Mhm. Noch mehr Drohnen. Ja. Was ist das? Billix? Ich glaube, das ist die Systemrepair-Drohne, ne? Genau. Die bringt ja sonst fast nichts. Ich möchte einen Shop. Dringend. Zum
Replay der Belösung. Shop. Nein, ein Store. Mir egal. Ich geh shoppen, ich geh nicht storen. Kaufe das und das und dieses und jenes. Und schau mal, was du kaufen kannst. Jogging. Ja. Ja, ich bin mir sicher. Reparieren und Raketen brauche ich nicht und Sprit brauche ich auch nicht wirklich, aber hey. So. Du brauchst mehr Kraftstäbe. Ja, die brauche ich tatsächlich. Aber eigentlich ist so sinnvoller. Momentan ja. Kontrollieren kann ich ja immer noch. Ja, und die Ecke sind schön. Nochmal. Nope. Gut. Wo landen die da unten dann? Die, Hehe. Du kannst auch auf deinem eigenen Schiff meinen Controller nutzen. Ja, das war gerade mein Plan. Zweimal Rock. Das sind Angies. Angies, Eggman und Björn. 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 So, zwei auf einen. Ja, geht oder nicht, auch geht nicht. Immer nur einer. Was macht er im Sauerstoff? Mein kontrollierter Gegner auf einem Schiff sind einfach nur NPCs quasi. Nein, die stehen rum, reparieren deine Schilde und so. Also die reparieren dein Zeug für dich. Und machen dein Feuer aus und so, was sie vorher gelegt haben. Und schau dir dieses hübsche kleine Kanönchen an. Und das andere. Ja. Nope. Ist die Frage, sollte nur der MG, wer gewinnt? Ich glaube, wie viel Leben haben der? Die dürften etwa gleich stark sein, ne? Ja, der Soldat hat 70, der MG hat 100. Und die sind auch beide ungefähr gleich auf vom Leben gerade. Ja, aber der MG hat halt Schlagkraft weniger von 50%. Oder? Ne, der ist nicht halb so stark, der ist drei Viertel so stark. 30, 28. Doch, der andere gewinnt das. Also du gewinnst das. Jo. Möglicherweise. Ja, also 17 klage ich das. So. Und tschüss. Danach würde ich aufheilen, weil nämlich jetzt dein Dings ausgelaufen ist. Aber siehst du, der hat gerade eben noch kurz das bemannt. Mhm. So. Mantis. Du brauchst die Schilde sind momentan voll. Nimm den raus, schlag stark zu. Jo. Mantis gegen Angie, das ist so ausgeglichen. Na, schade, zu spät. Die macht 4 Schaden. Mhm. Ja. Nice. Nope. Nope. Nehme ich den Hit? Nein. Nehme ich nicht. Auch wenn ich jetzt den großen Raketenlarver da hätte effektiver nutzen können. Back to the Stations. So. Wow. Witz. Was? Ja, gerade wieder ein Upgrade. War wahrscheinlich Markus, der jetzt auch lenken kann. Ja, möglich. Waren aber, glaube ich, zwei. Ach, was soll's? Nee, zwei. Ja, weil ich jetzt auch. Weil ich jetzt auch steuern kann. Nee, kannst du nicht. Nee, du hast noch. Ja. Hauch fehlt dir noch. Ja.
Ist vielleicht nicht so schlau, dass du Heavy Laser und Chain Link auf Autofire hast, beide. Weil die schießen in unterschiedlichen Abständen und so gehen die Schilde nie ganz leer. Das sage ich dir jetzt, obwohl ich gesagt habe, ich wollte dir nicht mehr helfen, weil das kann ich nicht mit ansehen. So, so kleinere Fehler, okay, aber... Super Fail. Aber jetzt geht's problemlos. So, welches System treffe ich damit? Welchen möchte ich treffen? Ich denke diese. Ja. Resist, okay. Da hast du jetzt aber auch Pech gehabt. War ja was. 3 von 5 einfach Resist. Ja, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Chance bei 15 oder 25 immer liegt. Ich würde warten. Ja. Lesen kann ich ja immer. Eben. Ups. Ach nee, das sind natürlich NGs. Klar, die können alles reparieren. Ach, die haben die Mad. Ah, ich hab die Madband nicht gesehen. Gut, dann ist egal. Ja, gleich. Ne, ist nur eine NG. Und 39, 79 und. Ja. Gut. Heavy Laser kannst du auch gleich noch reinhauen. Das ist wunderbar. Naja. Bilder vielleicht oder so? Cloaking? Ja, gucken wir besser. Die Schilder zerschwinden sich gerade wie von selbst. Von selbst? Nicht ja, ganz. Halt hier von Maxwell. Nope, hier kommt nicht raus. Okay. Und gleichzeitig kommen die, genau, die kommen dann nicht raus, um den Sauerstoff zu reparieren, ne? Mhm. Glück gehabt. Tata. Alter, wie lange ist der einfach... Ach, du hast mein Controller auf 3 wieder angemacht. Klar, gut. Mhm. Das ist der Vorteil dieser Schiffsbauweise, also wenn du das Ding dazu hast und zulassen kannst. Arrivederci. Jetzt will ich jetzt seinen Platz zurück. So. Ja, gut. Wieder viel, viel Geld. Ich möchte mehr Power haben. Ah. Bisschen Geld? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oder ein Kampf? Ein gut bewaffnetes NG-Schiff. Ist schwierig. Also Diplomatie. Willow. Okay. Glück gehabt. Hätte genauso gut sein können, dass. Ja, ich weiß. Sensoren. 3 Schilde, oh. Dafür aber nur nochmal Laser, also. Geht. Aber das ist eine Mark 2. Das wird lustig. Ach, die haben ja... Madbot Dispersal. Ich denke, ich kann drüber nach den Einlass mit reinzunehmen.
wenn die Chain ein ist, auch nach einer Weile lang genug. Weiterhin klopfen. Aber wenn ich das jetzt angesetzt habe, damit die fehlen, aber hey. Wollte ich gerade gesagt haben, ja. Habe ich aber nicht gesagt. Mhm. Ja, ne? Ist halt. Ja, ja. Ich hätte auch lieber die 5 Füllenschaden riskiert, als jetzt gegen dieses Schiff zu kämpfen. Weil ich weiß, was für ein unglaubliches Arschloch dieses Schiff sein kann. Mist, okay. Was habe ich da gerade getroffen? Ich habe eine Explosion gehört. Aber die Drohne ist noch da, also ist das seltsam. Vielleicht ist es die Drohne, die einen Schuss abgeschossen hat? Nein, das ist so abwegig. You'll never live to see the flagship. You'll die by the hand of some Andes. Ich käme mir doof vor, wenn ich von Andes besiegt würde. Ein klein wenig. Aber es sind unnatürlich gut amorisierte NGs. Ich weiß. Das sind richtig böse Kerle. Ja. Kein Bock mehr. Tschüss. What could possibly go wrong? Party! Bei Intruders und ein böses Schiff könnten. Jo. Ja, du hast immerhin mittlerweile anderthalb. Obwohl, Willow ist doch sogar super gekämpft. Ja. Ja! Ein Mantis mit Kämpfen auf 2, das ist. Ist schon was. Dafür bin ich aufgeheilt. Send sie da rein. In den Raum? Ja, gut. Ja, weil du hast ist jetzt gerade fertig. Ich kann sagen, du hast gerade den Halbtoten da reingesendet. Nichts Interessantes. Ja, gut, dann halt der Kerl. Wenn es nichts Interessantes ist, hättest du auch den Kerl, der da gerade dein Cloaking kaputt macht, einfach nehmen können. Stimmt. Egal. Ich habe Hacken immer noch nur auf 1, was schade ist. Und raus mit dir. Und raus mit dir. Und sie machen da unten. Wenn Mama Felicity reinkommt. Oh. Hallo, Boiling Drone. Sollen sie machen, ne? Ja. Hättest du mal, müsstest du jetzt nicht. Ja, ich muss gleich auch nicht mehr. Wenn ich getroffen hätte. Worum geht's da? Ja, ich habe vorgehabt, da hier mit Pikeman einmal durchzuziehen. Aber da ich verfehlt habe, nun ja. Da können wir nochmal hacken. Aber du kannst da schon mal wieder rein. Warum ist der da jetzt ausgerannt? Weil er fast tot war. Achso. Huch, ach ja, da unten im Sauerstoff, ganz sozial. Hört immer auf, ständig wegzurennen. Hm.
läuft nicht so ganz, ne? Nee, nicht wirklich. Vor allem sind die Türen da recht ungünstig gelegen. Einfach weitermachen, wieder mal. Genau. Jo. Piff. Also, Schaden gemacht gerade. So, die Sensorik ist komplett weg. Du kannst den einen Kerl, der da in dem Waffen steht. Hä? Achso, ja, stimmt. Das macht Sinn. Danke. Ich kann das nicht mit ansehen teilweise. Deswegen habe ich es gerade gesagt. Jemand, der von sich behauptet, mehrfach schon das Flaggschiff besiegt zu haben, was auch stimmt, weil ich es weiß. Ich mache es ja zum Teil absichtlich, ja? Also. Wie? Zum Teil. Neue Marketingstrategie. Natürlich. Glaube ich hier sofort. So, weg ist die Drohne. Okay. Der hörst du natürlich auch. Krieg ich das? Ja, krieg ich besser hin. Natürlich krieg ich es besser hin. So, Waffen sind ja eh egal. Die sind schließlich unter Kontrolle. So, ist die aus? Nein, die ist noch an. Oder auch nicht? Ich weiß nicht. Nein, ist noch an. Okay. Jetzt gleich nicht mehr. Immer noch an. Nope, aus. Deswegen habe ich gerade alles Zeit der Welt, ihn zu verprügeln. Jo. Volles Leben, das ist schön. Repariere er. Haben wir Zeit. Würde ich auch sagen, haben wir Zeit. Ja, ich mache gleich Schluss, kein Stress. Guck mal, ich mache jetzt Schluss und reparieren in der Zwischenzeit, haha.